Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Heute gibt es mal ein neues Format und zwar werde ich heute 5 Apps testen, die alle jeweils nur einen Stern haben. Ich bin mal sehr gespannt. Wenn ihr dieses Format feiert, gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Macht ihr auf diesem Video gerne mal die 2000 Likes voll, wenn ihr das Format weiterhin sehen wollt. Abonniert auch unbedingt den Kevin Spielt Kanal, würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange drum rum, sondern kommen direkt zu App Nummer 1. So, das erste Game ist tatsächlich Sushi Restaurant 3D. Es hat 2 Bewertungen und einen Stern. Ich würde sagen, wir laden den All runter. Okay, ich bin sehr gespannt. Das Spiel hat halt auch noch nicht so wirklich viele Bewertungen. Und es geht los. So, was müssen wir denn jetzt hier... Was müssen wir denn machen? Ach, hä? Müssen wir den Reis einfach sammeln? Nee, hä? Okay, wir müssen den Reis... verteilen. Aha. Okay. Ach, warte mal, hä? Okay, wir müssen den Reis verteilen. Mache ich. Ich bin dabei. So. Hä? Wie soll ich denn den ganzen Reis da hinten vernünftig verteilen? Das ist ja übel kompliziert. Okay, also so verteilen wir anscheinend den Reis. Einfach so ganz oft ziehen. Hä? Und jetzt so Kräuter? Ah, ne, jetzt so Sachen da drauf verteilen. Okay. Und jetzt? Was kommt jetzt? Aha. Die Gurken werden geschnitten. Hä? Ich habe da nur Gurken geschnitten. Hä? Digga, das Essen ist runtergefallen. Was ist das denn? Oh mein Gott. Digga, die Hälfte ist runtergefallen von dem Teller. Wie kann das da so perfekt drin sein? Aber die Kundin freut sich, immerhin. Digga, die hat's gegessen, aber auch irgendwie nicht. Hier, nächste Runde. Wir machen noch eine Runde. Okay, wir müssen wieder diesen Reis da raussammeln. Und das ist wieder die gleiche Kundin. Wieder gleich. Also an sich ist das ja immer das gleiche Prinzip. Ich meine, auch jede Sushi-Rolle sieht ja auch an sich gleich aus. Hä? Wir haben den Reis noch nicht mal ganz fertig verteilt. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? So, und jetzt? Das ist ja das gleiche wie gerade eben. Wenn es jetzt wieder runterfällt. Nee. Hä, das rollt ja zur Seite weg. Das haut ab. Hä, und das ist genau gleich. Okay, wir schneiden das jetzt einmal ganz kurz. Und ich will mal testen, wenn jetzt das dritte Mal jemand kommt, ob das wieder das gleiche ist. Weil das wäre es ja wirklich komplett. So, die nimmt das jetzt wieder. Ist das... Und jetzt gehen wir mal nochmal. Hä, das ist die gleiche Oh mein Gott, das dreht sich alles im Kreis. WTF, das ist ja mega lost. So, das nächste Game ist Wolf Ring Breakout. Hat auch eine Bewertung und einen Stern. Bilanz runter. Okay, ich bin mal sehr gespannt, worum es hier in diesem Game geht. Also, es lädt erstmal. Okay. Drehen. 200%. Bei erster Einzahlung plus 100 kostenlose Spins. Mehr drehen. Versuch es noch einmal. Mehr drehen. 10 Euro habe ich gewonnen. Hä? Digga, ich will meine Sachen hier nicht eingeben. Hä? Hier sieht das so aus wie so... Keine Ahnung. Hier sieht es so aus wie so ein witziges Spiel. Warte mal, ich starte mal neu. Okay, ich kann wieder dreimal drehen. 200% plus 100 FPS. Nochmal versuchen. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder 10 Euro. Es ist die ganze Zeit das Gleiche. Und ich verstehe nicht, ich will hier keine Sachen eingeben. Was? Hä? Digga, das Spiel check ich nicht mal. Das nächste Game ist QCAT Kleinkind Pizza Master. Freies Spiel für Vorschulkinder steht hier. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ich muss jetzt hier anscheinend so Pizza machen. Also so wie es hier an den Vorschaubildern aussieht. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir testen es aus. Okay. Ja, also, ja, ist hier vielleicht noch spontan ein anderes, weil ich kann das Spiel nicht starten, ihr seht es gerade. Ah, Euro Millions Millionär, das habe ich jetzt so spontan gefunden. Hat auch ein Stern, eine Bewertung, das ist jetzt mal der Ersatz, mal sehen, ob das funktioniert. Okay, es scheint schon mal zu starten. Millionär Maker. Hä? Meine Million. Okay. Ja, ich... Ich verstehe es schon wieder nicht. Wie kann ich denn jetzt hier Millionär werden? Ich glaube, das ist einfach die letzten Zahlen von irgendeiner Ziehung. Digga, ich... Hä? Okay, wir sind beim nächsten Game. Die anderen zwei haben jetzt ja gerade nicht funktioniert. Und zwar ist das das Zirkus-LKW-Fahrer. Fahren 18-Wheeler. Seien Sie Zirkus-LKW-Fahrer und Transport-Frachtversorgung. Okay. Ali Bukhari hat das Spiel gemacht. Was ist das denn? Ich habe so ewig lange gebraucht, um hier so Spiele runterzuladen. Aber das ist auch von dem Ali. Aber die Spiele funktionieren anscheinend. Warte mal, mache ich mal ein anderes. Dann mache ich mal Burger Boy. Das hat 2,8 und das
hat wenigstens 32 Bewertungen. Das ist jetzt das andere Spiel. Es ist zwar jetzt nicht einen Stern, aber auch ist auch vom selben Macher. Also gucken wir mal. Hä? Digga, es geht auch nicht. Warte mal, ich lade noch ein Spiel von dem runter. 3D ultimative Pizzalieferant. Vor 5 Jahren. Schlecht. Mehr muss man nicht sagen. Hat einer kommentiert. Es wird auch nicht gehen, oder? Digga, es geht auch nicht. Frachttrans. Okay, das hier hat keine Bewertung. Das ist auch so ein LKW-Ding. Ich lade das jetzt mal runter. Kann doch nicht sein, dass diese ganzen Spiele hier nicht funktionieren. Ich fasse es nicht. So, komm schon. Es geht auch nicht. Gabelstaplerfahrer Simulator 3D. Komm schon. Das Ding ist, Freunde, das ist so mega lost, weil man zahlt bei Apple so eine hohe Gebühr, wenn man das Spiel im App Store drin hat. Deswegen verstehe ich nicht, wie die nicht funktionieren können. Es geht auch nicht. Ich fasse es nicht. Ich habe jetzt 4 Apps getestet und die gehen nicht mal. Frachtlieferungssimulation. Digga, also Freundin anrufen. Wahrheit oder Lügendetektator. Das hier hat 1,4 Sterne. Komm schon, es muss doch wenigstens ein Spiel hier funktionieren. Okay, was passiert jetzt hier? Ihr wollt mir... Wieder Werbung! Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Das ist ein Bild, eine Animation und 5 Patronen, die weniger werden. Und es kommt so viel Werbung. Wieder Werbung! Nein! Oh mein Gott, wir müssen das letzte Spiel testen. Okay, Fracht, Seehafen, Schiff, Sim. Testen, ob das funktioniert. Auch hier, die Vorschaubilder sehen gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin ehrlich mit euch. Schauen wir mal, ob das richtige Spiel dann auch einigermaßen in Ordnung ist. LOL, es startet! Okay, spielen. Okay, ich kann natürlich nur das Level auswählen. Okay, der Schiffssimulator. 90% geladen. Okay, ich muss das Schiff... Hä, was ist mit den Menschen? Digga, die sind einfach so komisch. Wie geht das jetzt? Ich fahre gerade durch den Steg durch. Werbung, Digga, während des Fahrens! Und jetzt bin ich deswegen gestorben. Nochmal. Es kann doch nicht sein. Das ist doch wirklich unglaublich. Ich bin während des Steuerns kam Werbung und deswegen bin ich gestorben. Okay, Vollgas. Da vorne ist der Checkpoint. Ja. Ja. Oder ist ein anderes Schiff? Kann das uns rammen oder steht das einfach nur? Oh. Bisher sieht's gut aus. Also ich meine, die Grafik lässt zu wünschen übrig, aber okay. Oh, das ist das Ziel. Da müssen wir hinfahren. Digga, während des Fahrens kommt Werbung, wenn ich gerade bremsen will. Ich habe das Level geschafft. Let's go. Nächstes Level. Ah, da ist so ein Kran. Seht ihr das? So, jetzt fährt er nach vorne. Okay, und was muss ich jetzt wohin tun? Ich fahre jetzt einfach mal runter. Okay, da unten ist so ein... Hä, wo fahre ich hin? Digga, dieses Game verwirrt mich. Okay, ich mache jetzt diesmal gar nichts von der Bewegung. Ich fahre jetzt einfach nur nach vorne, weil es passt vom Winkel auch gar nicht. So, und wir fahren genau jetzt runter. Ja, hä, wir gehen da durch. Was? Und jedes Mal Game over. Was muss ich denn machen? Ich fahre jetzt mal so über das Blaue. In der Hoffnung, dass das Blaue richtig ist. So, und wir fahren jetzt mal runter. Hä? Hä, was ist jetzt los? Ah, haben wir es geschafft? Hä, ich musste einfach nur diesen Kran übers Blaue heben. Aber da war doch nicht mal irgendwas. So. Okay, wir fahren jetzt mal zur nächsten Sache. Jetzt müssen wir erstmal hier zu diesem Checkpoint immer fahren. Das seht ihr ja. Aber wirklich diese Welt, ne? Die ist auch ganz, 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 ganz wild. Ich bin ehrlich. Die erscheinen einfach so aus dem Nichts. So. Weiß auch gar nicht, ob wir hier so einen Unfall bauen können. Wenn ich jetzt hier irgendwo reinkrachen würde. Testen wir gleich mal. Ich fahre jetzt hier einfach mal links rein. Mal sehen, was dann passiert. Okay, Game Over und Werbung. Okay, Freunde, also ich glaube, ich merke, warum diese ganzen Games einen Stern haben. Entweder die sind absolut langweilig. Es ist so ganz lost, die zu zocken. Oder die funktionieren einfach nicht. Oder man versteht nicht, was man machen soll. Freunde, wenn ihr einen zweiten Teil hiervon sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben. Das war's wirklich schon wieder komplett. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.